und weiter geht's mit dem Alex von den Julis. Mal schauen, was die zu sagen haben. Ja, vielen Dank. Hallo erstmal. Wir freuen uns, wieder hier sein zu dürfen, wie in den vergangenen Jahren auch. Wo ist denn eigentlich Frau Künast? Hat jemand Renate gesehen? Hier, kennt ihr die Super Ilo? Eine super coole Zeitung. Lese ich regelmäßig, mehr oder weniger. Die hatte letzte Woche ein Interview in der Super Ilo. Und da ging es um viele verschiedene Themen. Unter anderem auch um das Thema Drogenpolitik. Und ich zitiere mal ganz kurz, was diejenige, die gerne Bürgermeisterin werden will, in der Super Ilo gesagt hat. Frage der Zeitung. Wie halten es die Berliner Grünen eigentlich generell mit Drogen? Im Wahlkampf taucht das Thema offenbar nicht auf. Antwort Renate. Dazu sagen wir im Programm das Nötigste, aber es ist nicht das wichtigste Thema. Wieder zweite Frage. Aber früher war das doch sehr wichtig für die Grünen. Da wurde das Recht auf Rausch postuliert, die Legalisierung von Drogen gefordert. Antwort Renate. In welchem Jahrhundert machen Sie eigentlich dieses Interview mit mir? Diese Zeiten sind längst vorbei. Was wenige wissen, ist tatsächlich Fall. Die jungen Liberalen, also die Julis, die Jugendorganisation der FDP, waren bundesweit die erste Jugendorganisation in ganz Deutschland, die sich für die Freigabe von Cannabis ausgesprochen hat. Und wir müssen zugeben, und wir sind auch ganz ehrlich, da ist der Umgang mit der FDP nicht immer einfach. Ja? Der Umgang mit der FDP ist nicht immer einfach. Aber wir haben es immerhin geschafft, das muss man schon mal, wie ich finde, anerkennen, dass einige Landesverbände der FDP, unter anderem auch die FDP Berlin, unseren Forderungen stattgegeben haben, um jetzt gemeinsam mit uns die Legalisierung vom Gras zu fordern. Bundesweit ist das noch ein bisschen schwieriger. Ja, da sträuben sich vor allen Dingen die großen west- und südlichen Landesverbände, also Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, die wir alle wissen, ein bisschen konservativer drauf sind. Aber, und ich muss sagen, auch wenn das so ein kleiner Schritt ist, ist das ein Schritt, auf den ich wirklich stolz bin. Im Wahlprogramm 2009 stand drin, dass sich die FDP dafür einsetzt, dass Substanzen mit Cannabis zu medizinischen Zwecken freigegeben werden. Im Koalitionsvertrag 2009, wohlgemerkt geschlossen mit der CDU, ja, im Koalitionsvertrag 2009 steht drin, dass Substanzen mit Cannabis zu medizinischen Zwecken freigegeben werden. Und im Mai 2011, also gar nicht so lange her, wurden Substanzen mit Cannabis freigegeben zum medizinischen Gebrauch. Ein erstes Medikament dafür ist bereits auf dem Markt. Salvitex, keine Ahnung, ist zur Anwendung von Spastikern und von Leuten mit multipler Sklerose. Ich muss sagen, das geht mir noch lange nicht weit genug. Aber ich bin jetzt hier das fünfte oder sechste Mal auf der Hanfparade. Und das ist das erste Mal, und das nicht unter Rot-Grün, sondern jetzt unter Schwarz-Gelb, das erste Mal, dass wir tatsächlich einen kleinen Fortschritt im Bereich der Cannabispolitik, im Bereich der Drogenpolitik zu verzeichnen haben. Viel zu kleiner Schritt, aber ein erster und ein guter Schritt in Richtung Freigabe von Gras. Und wie ich gerade schon gesagt habe, anders als die Grünen, die sich da so ein bisschen drumherum rupsen, sagt die FDP auch ganz klar, auch bei diesem Wahlkampf ganz klar, dass wir uns einsetzen für die Entkriminalisierung von Gras, dass wir konzessionierten Verkauf möchten, dass wir kontrollierte Abgabe auch von Cannabis hier in Berlin haben wollen. Weil ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man über Drogen spricht, dann sollte es nicht so viele ideologische Denkverbote geben. Ja? Da kommt häufig so eine so emotionalisierte Diskussion auf. Dann sieht man dann Bilder von zwei, drei Leuten, die einfach drauf abgestürzt sind. Und was dabei vergessen wird, ist, dass die absolut überwiegende Mehrheit der Cannabiskonsumentinnen und Cannabiskonsumenten es konsumiert zum Genuss, weil es sich wohl dabei fühlt, weil es Spaß macht, weil es gut schmeckt. Keine Ahnung, ist mir auch Latte, warum ihr es konsumiert. Aber meines Erachtens sollt ihr es konsumieren dürfen, wenn ihr es konsumieren wollt. Und deswegen super, dass ihr heute alle da seid, weil okay, es war jetzt auch ein bisschen Wahlkampf, gebe ich zu. Aber ganz grundsätzlich
finde ich es immer wichtig, gerade auch bei den Jugendorganisationen, dass man unabhängig von parteipolitischen Fragen, ja, da gibt es immer Grabenkämpfe, ist ganz normal, aber dass man unabhängig von diesen verschiedenen Parteien, da wo es Sinn macht, da wo inhaltliche Schnittmengen da sind, und deswegen ist so eine Veranstaltung wie heute hier super, auch zusammenarbeitet und gemeinsam für eine Sache, die offensichtlich richtig ist, sich auch einsetzt. Deswegen, ich sag jetzt nicht, macht das Hanf frei, weil das sagt ein anderer, aber wir sagen, macht den Dealer arbeitslos. Super, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Das war der Alex. Von den Julis.